Und da ist das 1-0 für den HTC, wie gerade schon angesprochen, Michael Körper, halb hoch rechts, lässt da dem DHC gar keine Chance zum Verteidigen. In der Hinrunde zu oft hat liegen lassen. Wenn man die nicht verwerten kann, wird es natürlich immer wieder eng hintenrum. Jetzt hier direkt im Gegenzug das 2-0 vom ATHC. Schneller Konter. Jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Über links gegangen. Dann die Flanke mit der argentinischen Rückhand. Und dann wird der Ball einfach vorm Tor reingestochen. Ah, interessante Variante vom HTC, die jetzt auch zum Tor führt. Das Stopperpärchen geht am Ball vorbei. Der Nachstopper statt den Ball legt ihn nach außen auf. Und dann ist es zu einfach. Der Ball wird vor den 7-Meter-Punkt gelegt und von da aus dann weiterverwertet. Das ist jetzt das 3-0 für den HTC. Sicherlich spektakuläre Variante, aber ebenso schlecht reagiert vom Düsseldorfer HTC. Die auch da sehr schön durchgesteckt hier von CVE Masi. Franz sucht den Abschluss und da ist das Ding. Geile Bude. Sehr, sehr schönes Tor hier von Masi Fand. Jugendnationalspieler. Der ist natürlich wichtig, dass der so ein Ding macht. Hier sehen wir es nochmal klasse durchgesteckt. Masi Fand verschafft sich einen besseren Winkel und dann schweißt er das Ding unten links in der Ecke ein. Ich glaube, es war Maxi Dagnolu, der dann nicht mehr an den Ball kommt. Wieder Absprache, Fehler vom DRC. Jetzt sehr guter Ball von der eigenen Führlinie vom HTC. Führt zur Kreisszene der Düsseldorfer. Und das ist die Entscheidung. 4-1 HTC. Das ist einfach, der fehlt im DRC die Griffigkeit. Eben kommt Moritz Butter noch gut vor. Und jetzt ist der Abstand auf den HTC-Stürmer einfach zu groß. Trotzdem, solche Fehler darf man sich in so einer entscheidenden Zeit nicht einfangen. Jetzt versuchen sie nochmal aufzubauen, letzten 50 Sekunden laufen. Langer Ball hier auf Masi Fand. Grandioses Tor, was nicht so gewollt war. Der Ball von Luis Kniesel mit der Agi einmal hoch über den ganzen Platz gespielt. Und Masi Fand muss da nur noch den Schläger reinhalten. Ja, die Düsseldorfer machen sich jetzt hier natürlich nochmal Hoffnung. Ja.
Geschossen. Bisschen zu rasch. So mit seinem Linksverteidiger im Bedrängnis. Im Viertel. Sekunden.